Servus und herzlich willkommen im Liveblatt Gaming Wohnzimmer. Heute mit einem neuen Video. Lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn es dir gefällt, lass mir gerne ein Like da. Und wenn du mir irgendwas mitteilen willst, schreib es in die Kommentare, wenn irgendwas cringe war oder wenn es dir gefallen hat, einfach schreiben. Bis gleich im Video. Ich hoffe, dir gefällt's. Los geht's. Wir starten jetzt gemeinsam rein in eine neue Episode Star Wars Outlaws. Wir sind hier schon ein bisschen in so einem windigen Gebiet. Und ja, ich kann es euch kurz auf der Karte zeigen. Wir sind in Yautas Hoffnung hier bei unserem Schiff. Man sieht es hier um, wir werden jetzt mit Wacker sprechen, denn der will die Treibstoffinjektoren einbauen in unser Schiff. Und ja, Gerüchte besagen, dann können wir wieder fliegen. Gucken wir einfach mal, was da passiert jetzt. Hey! Hey, hier sind die Treibstoffinjektoren. Perfekt. Bauen wir sie ein. Let's go. Also, die Treibstoffinjektoren sind fertig. Moment, ich mache uns abflugbereit. Also, wir fliegen jetzt gleich? Mega. Das sah ja auch schon mal besser aus. Es fliegt, quasi. Hast du noch einen Auftrag für mich? Was hältst du davon, Imps reinzulegen? Ach, nicht gut. Kay, sag ihr nicht gut. Ich dachte, sowas macht ihr hier nicht. Deshalb hängen wir es den Pikes an. Und wer sagt mir, dass Crimson Dawn mich hinterher nicht abserviert? Niemand. Aber so läuft das Spiel. Und ja, ich spiele es besser als die meisten. Du musst dich nur auf eine Station des Imperiums schleichen und ein paar Daten löschen. Einfach. Im Weltraum? Nein, sie ist noch nicht bereit. Ich mach das schon. Aber ich sprach über sie. Wir kriegen das hin. Natürlich sprach er über unser Schiff. Wer soll denn sonst sie gewesen sein? Fertig. Sie fliegt jetzt. Aber der Hyperantrieb ist immer noch im Eimer. Ach, also keine Sprünge. Dann müssen die Kernwelten wohl warten. Echt nice Stimmung hier am Abend. Ha, das Schiff sieht gut aus. Sicher, dass es fliegt, Wacker? Das wird sie. Das wird sie wahrscheinlich. Verschwinden wir von hier. Gut, dann starten wir mal das Schiff und machen den Aufteil. Da brechen wir jetzt bei den Imperialen ein und lassen uns erwarten. Und hängst den Hals an. Test hier die Steuerung. Was soll eigentlich der Schrott hier draußen? Dafür kannst du dich bei den Sonnenwinden bedanken. So, aber keine Sorge, das Schiff kommt mit allem zurecht. Oh, klar. Da ist das Schiff. Schieß die Fracht frei. Bring uns näher ran, während ich den Fangstrahl aktiviere. Das gehört uns. Gib die Fracht frei oder stirbt. Piraten, das hat uns gerade noch gefehlt. Sie dürfen nicht die Ladung treffen! Ich weiß, Wacker! Wir müssen kämpfen! Ich krieg die Fracht nicht zu fassen, während sie auf uns schießen! Beschützt die Bahnbrecher! So, und der erste Weltraumschlag. Ah, ich hab die fast.
Raumloch in Star Wars bei. Wir haben den Gleiter. Noch mehr? Oh, komm schon! Wir wollten das zuerst stehlen! Das ist sowas wie ein weiblicher Anzug. So, gute Ausweichung. Automatisch stabilisiert hier und sich umdreht. Also, da wollen wir einbrechen? Ja. Mach einfach nichts Verdächtiges, okay? Weißt du was? Ich deaktiviere die Bordwaffen. Nur für den Fall. So, reparieren müssen wir. Denke ich nichts. Sieht alles gut aus. Die Anzeigen sind komplett voll da rechts. Darius G-Klasse hatte Probleme und wir mussten für ihre Lieferung auf dieses Schiff ausweichen. Lieferung von kostbaren Mineralien. Äußerst legalen Mineralien. Folgen Sie der T-Eskorte zu Andockbucht 3 zur Inspektion. Inspektion? Zumindest sind wir drin, oder? Was stehlen wir hier überhaupt, Ilera? Nichts. Ihr tilgt Schulden. Jedes Syndikat in Mirogana schuldet Gouverneur Toten Geld. Die Aufzeichnungen dazu befinden sich auf dieser Station. Also, ich finde den Datentresor, lösche die Schulden der Pikes und Toten glaubt, sie hätten seine Daten gehackt. Daten löschen, die Pikes beschuldigen. Und Crimson Dawn gewinnt. Warum habe ich das Gefühl, dass Ilera uns benutzt? Weil es Crimson Dawn ist. Und sie es tut. War jetzt wohl perfekt angedockt. Ich feiere unser Schiff. Das wird hart.
Es ist noch nicht zu spät, um die Fracht zu übergeben und zu verschwinden. Nein, ich brauche Ersatzteile für mein Schiff und nur so bekomme ich sie. Wir ziehen das durch. Wir müssen. Also ich soll einfach... Was? Die Imps ablenken, während du den Datentresor suchst? Gute Idee, Wacker. Ich schleich mich zur Hintertür raus. Na gut. Ah, hier. Was hab ich uns da eingebrockt, Nix? Gott, wir schleichen uns raus und suchen einen Grundriss. Unbemerkt. Der nächste Auftrag wird besser. Da geht's raus. Also los. Wo ist Ihre Einzelauflistung? Wir wussten nicht, dass wir so etwas brauchen. Wie soll sie denn ohne diese den Inhalt dieser Kisten genehmigen? Ich dachte, sie würden einfach... So, wir machen da einfach was? Einfach alles abnicken, jetzt was die Pikes uns vor die Tür stellen? Machen Sie sich nicht lächerlich. Wenn Sie das ausliefern wollen, dann erstellen Sie eine Liste. Sofort! Also fühlt euch nicht verpflichtet, sie so zu behandeln. So, Schloss beim ersten Mal geknackt. Mega nice, wir haben Ionenzellen bekommen. So, die Frage ist jetzt, da ist einer. Nein, dann los, beeilt euch. So, wir müssen irgendwie da hinten rein. Gute Deckung. Wissen Sie, es gibt einen Grund, weshalb das Schiff Erfolg hat, wo andere versagen. Sehen Sie das? Das heißt, wir laufen hier einfach mal Panzerung. Und die Deflektorschilde, die deflektieren. Ich hoffe, das Ding fährt jetzt nicht da rum, sondern fährt da nach vorne in die Schleuse rein. Also wegen der Lieferung. Dann werden wir dann nämlich es ist leichter, drin. Wenn ich es Ihnen zeige. Kommen Sie rein. Sehen Sie diese Laserkanone? Das ist eine Der Gouverneur ist äußerst beschäftigt. Sie kennen den Preis für eine Eilzertifizierung. Ah, da hat mich das Ding einfach mal weggerammt. Was soll denn der Scheiß? So, hier können wir mal was klauen. Gut, hier hinten ist zu, da können wir glaube ich nicht rein. Dann haben wir ja eh nur einen Weg und zwar hier den Schacht. Wir sind drin. Auf einer Konsole findet sich sicher ein Grundriss. Dann finden wir den Datentresor. Gut, das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Konsole suchen. Schauen wir uns hier aber noch kurz um. Hier haben wir einen Behälter. Sollen wir hier Datenblock lesen? Lagerprotokoll. Wer auch immer eine Sansana-Ladung im Belüftungskanal abgestellt hat, bitte wenden Sie sich an das Wartungspersonal. Wenn sich niemand darum gekümmert hätte, hätte das gelinde gesagt katastrophal enden können. Gehen wir davon aus, dass das Zeug mega stinkt. So, warte, wir sind hier rein. So, wir müssen ja eigentlich rauf oder runter. Also kann ich jetzt entweder... Warum genau ist jetzt der Turbolift angegangen? Ich konnte vorher die Schaltfläche hier nicht drücken, aber egal. Nix hat uns mal gezeigt, dass er auch alleine rumfahren kann. Und Gott sei Dank wurde das hier so eingebaut, dass man den Lift wieder runterholen kann. Mach die mal auf.
Direkt dahinter steht niemand. Das heißt, wir machen die Tür jetzt einfach mal auf hier. Ist jemand in der Nähe? Wir wollen den Umsatz erhöhen. Das verstehe ich. Aber ist es das Risiko wert? Du kannst dich jederzeit versetzen lassen. Das habe ich schon überlegt, aber... Aber du hast dich an das Leben gewöhnt, das dir dein Bonus hier einbringt, oder? Was soll ich sagen? Torben macht es einem nicht leicht wegzugehen. Jetzt ist die Frage, was können wir davor machen? Ich schicke nichts da mal nach vorne und lasse ihn sabotieren. Schnappt es euch! Zum Angriff! Da ist unsere Konsole. Wir können es uns nicht erlauben, dass Pikes einfach durch die Station spazieren. Ja, deshalb... So, was beide mal kurz leise ausschalten, dann ab zur Konsole. So, jetzt machen wir hier erstmal die Tür zu. Dann entdeckt uns hier keiner, dann können wir hier auch normal rumlaufen. Datentresor in der Wartungsbucht. Alles klar. Öffnen wir diese Tür. Hey Kay, die Offizierin inspiziert die Waren. Hast du die Daten gefunden? Nein, beschäftige sie. Ich dachte gerade, Mirogana gehört den Pikes. Statt ihre Schulden zu löschen, könntest du Crimson Dawn anschwärzen, Gorak alles erzählen und eine Belohnung kassieren. Ihr Lehrer hintergehen? Denk mal drüber nach. Was hält sie davon ab, sich dein Todesmahl zunutze zu machen? Hey, ich hab dir nie von meinem Todesmahl erzählt. Sowas spricht sich rum, Kay. Oh, warte, sie kommt zurück. So, gut, jetzt brechen wir hier mal ein. 24 Meter ist das ganze Ding noch entfernt. So, jetzt aber. Diese langsamen Dinger liegen mir einfach nicht. Oh, lass mich raten. Verstanden, bin auf Abruf. Vorwärts! Ja, hier hinten können wir nicht rum. Ich war dabei, als es meinen Kommandeur mitten im Satz erwischt hat. So, die blöde Frage ist, geht der jetzt zurück? Ja, macht er. Ich muss um eine Versetzung bitten. So, das heißt, wenn der jetzt umdreht... Ich kann hier rumschleichen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Der hat dich mal ausgenommen. Ich habe nicht von meinem Ausdruck gehört, aber hoffentlich stimmt es. So, gut. Der kommt zurück. Komm her. Löse ja keinen Alarm aus. Komm einfach zurück, weg von der Kamera. Tob dich aus, Nix. Ein anderes Blastergewehr brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Die Kamera ist aus, oder? Nehme ich das Ding mal mit. Nix, die Tür. So, gut, weit ist es nicht mehr. Wir können da jetzt sowieso die Waffe nicht mitnehmen. Jedes Mal beim Klettern verlieren wir ja diese Sonderwaffen, die da die anderen Gegner immer fallen lassen. Ich erinnere mich noch ans letzte Mal, als... Ich fasse es nicht, dass wir diese Lieferung wegwerfen mussten. Torben auch nicht.
Also irgendwie sind in so einem gewissen Gebiet dann die Schlösser. Wenn den Schacht diesmal ein bisschen rot blinken. Jetzt müssen wir halt hier wahrscheinlich nicht runter. Also gut, es ist wohl Zeit für mich zu gehen. So, perfekt, da können wir hier auch schon rein. Wir müssen dann abhauen. Wacker kackt sich sicher schon ziemlich in die Hose. Der ist da ganz alleine. Das war knapp. Aber der Gute macht das schon. Außerdem ist das so passend, wie er unsere Crew gekommen ist. Er wollte uns erst eine verpassen und haben das Leben gerettet. Jetzt hilft er uns, unser Schiff zu reparieren. Und er feiert unser Schiff ja auch. Ah. Gut, dann gucken wir zuerst mal da rein. Sieht sauber aus. Ich mache weiter. Holen Sie dir. So, dann machen wir jetzt so eine Combo, das geht ein bisschen besser. Prozessor gefunden, perfekt. Jetzt gucken wir aber da nochmal hoch. Das gibt's ja nicht, das hier. So, hier Max, haben wir den Knopf. Drück den Knopf. Da kann der Kleine rein. Gut, hier ist auch nur ein Dude. Auf den Computer. Überwachungskameras. Alter, sind das viele Symbole. Wir machen jetzt mal so einen Quercheck hier. Einfach aus jeder Reihe ein Symbol. Boah, eins haben wir sogar schon an der richtigen Stelle. Das heißt, das kommt irgendwo anders hin. Wir suchen jetzt mal das hier. Den hier und das hier. Okay, na gut, nachdem der da ganz zum Schluss hin muss, müssen wir jetzt nur noch ein Symbol finden. Nur noch ist gut gesagt. Nehmen hier mal die Sonne und dann das hier. Ja, Überwachungskamera ist weg und Credits haben wir auch welche bekommen. Gut,
Alles ausgeschaltet, die Überwachungskameras sind aus und die Wartungsbarriere ist aus. Jetzt gucken wir mal kurz, wo wir da hinkommen. Noch so eine Konsole. Bezüglich der Interpit. Wie Ihnen bekannt sein sollte, wird die Interpit in Bälde anlegen und Admiral Vanir persönlich wird uns mit seiner Anwesenheit beehren. Ihr Befehl lautet, zu Diensten zu sein und die Interpit so schnell und so effektiv wie möglich zu betanken und dabei so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf unsere Nebenoperationen zu lenken. Ich halte Wache. Nichts Ungewöhnliches. Sieht ruhig aus. Ich gehe weiter. Der Kommandeur kommt vorbei. Nehmt Haltung an. Nix. Jag das hoch. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Habe ich immer Schmerzen in der Schulter. Aber erst, wenn die zurückkommen. Das Essen ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nix. Jag es hoch. Alles klar. So, bleib jetzt schön da drauf. Jag schnell das zurück, 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 zurück. Aber pass auf. Hey, schnappt euch das Vieh. So, gut, jetzt ist nur noch einer, dann können wir uns hier frei bewegen. Nix, fass! Zack, der ist Geschichte. Jetzt können wir hier ganz normal rumlaufen, das ist ja super. Hey, Kumpel, drück mal den Knopf. Ah, so funktioniert das. Da können wir oben ja auch rein. Ventil öffnen. Obwohl sie der Wartungsabteilung von Risiko erzählt haben, beharrt das Team auf L-Sektion 04 darauf, dass die Kraftstoffleisten korrekt justiert sind. Vom übermäßigen Hochdruckdampf beschlagen die Linsen der Sturmtruppler. Diese mangelhaften Arbeitsbedingungen sind unzumutbar für meine Truppen. Wenn sich niemand darum kümmert, werde ich dieses tun. Gut, nachdem wir hier jetzt alles geplündert haben, und die Kameras aus sind, können wir jetzt mal hier die Tür öffnen und weitergehen. Dann haben wir jetzt nur noch 40 Meter. Kann ich hier laufen? Sieht mich hier jemand? Mach mal auf, Kumpel. So, hier könnte zwar irgendwo jemand sein. So, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Und da drüben, 87 Meter ist das weit weg. Mal kurz mit dem Fernglas. Hier passiert nie etwas. Gucken, wie wir da rüberkommen. Ah, warte, vielleicht ist das eine Option. Ich sehe da einen Knopf. Komm ich da rüber? Ich da gerade rüber. Hey Nix, der Knopf da drüben. So, wo kommt der raus? Kann der den drücken? Jetzt sind die Flügel da alle weg. Perfekt. Jetzt können wir eventuell da oben rum. Das haben wir jetzt versucht. Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis der Rote da weg ist. Erstmal hinter dieser Barriere da verstecken. So, komm, verschwinde. Ein Stück weiter, dann kann ich da. Wie bin ich nur auf diesem Posten gelandet? Gut, ich muss mit dem jetzt mitgehen, denke ich. Jetzt verstecken wir uns hier.
Frage, kann ich da rüber springen oder ist hier noch irgendwo so? Ja, aber ich denke, wir können da rüber springen. Ja, das war nicht zu weit, perfekt. Aber wir sind einfach so gut. Es gibt hier in diesem Game für die ganzen Missionen ja normalerweise immer mehrere Wege, wie man das Ganze schaffen kann. Ich glaube aber persönlich, das hier ist der beste. Lass mal den da mal anlaufen. Kann er da irgendwie rüber? Perfekt, rübergeschwungen. Geschwungen. Den Typen verkloppt. So, jetzt können wir auf alle Fälle hier dann runter, falls wir hier runter müssen. So, gut, jetzt müssen wir hier hacken. Das werden wir natürlich machen, während den Daten oder hacken. Jetzt aber. So, gut, wir sind jetzt in dem Kontrollpunkt. Der Datentresor. Also gut, löschen wir ein paar Schulden. Auf alle Fälle haben wir hier einen Behälter. Ein Blaster-Umweltsystem haben wir gefunden. Ist hier jemand? Ist hier sonst nichts? Nee. Mach schon. Ach, wer soll denn aus diesen Dateien schlau werden? Wer bist du denn? Gehörst du zu Torben? Wow. Ja? Nein, du bist ein Eindringling. Und wenn du nicht willst, dass ich den Alarm auslöse, bringst du mich hier raus. Und wer genau bist du? Wasnock. Torbens Buchhalter. Schicker Titel für einen Gefangenen, ne? Ich dachte, Gefangene sind meistens in Zellen oder so. Sie nennen es kreative Bestrafung. Kommt davon, wenn man zu clever ist. Die Schmiergelder und Mauscheleien des Gouverneurs laufen allesamt über mich. Kay, wir müssen uns beeilen. Entscheide einfach, wem wir das anhängen. Eine Hand wäscht die andere. Lass ein paar Akten verschwinden und ich hol dich hier raus. Daten löschen, kein Problem. Was darf sein? Natürlich den Pikes. Also gut, lösch alle Schulden der Pikes, die du findest. Da will wohl jemand, dass Gorak Schwierigkeiten kriegt, was? Mutig? Sicher. Dumm? Vielleicht. Ich lösche alles und wir treffen uns in meiner Fluchthilfe. Deine Fluchthilfe? Ich hatte viel Zeit, um das zu planen, Eindringling. Du kannst sie von der Konsole hinter dir starten. Also, Bosnock, wie mache ich das? Ruf den Frachtaufzug. So, müssen wir uns da jetzt erst einhängen. Gut gemacht, Eindringling. Er bewegt sich. Toll. Ich heiße übrigens Kay. Ja, wie auch immer. So, und jetzt? Jetzt müssen wir da runter. Ah, deswegen können wir da auch. Das ist ja praktisch. Also, unsere Fluchthilfe muss rum. Kann mal jemand helfen? Da ist ein Schalter am Heck. Der sollte hier einen Energiestoß verpassen. Ah, verdammt, durch das Rumgerutsche habe ich hier jetzt Lärm gemacht. Gehen wir!
ist hier jetzt einfach nur einer aktiv? Also wenn nur einer hier rummacht, habe ich kein Problem damit. Zum Angriffen. Dann haben wir den nämlich jetzt. Perfekt. Dann ist hier auch ein Gegner weniger, auf den wir aufpassen müssen. So, und jetzt? Ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Ich muss sicher da rechts rein und jetzt irgendwas ausschalten. Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Ich dachte, du hattest das alles geplant. Hatte ich auch. Und laut Plan schaltest du die Energiebarriere. Hey, komm zurück! Die Imperiale glaubt es nicht! Was? Ich hab die Bahnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen, die Türen aufzustemmen. Schnell! Ich komm ja schon. So. Gut, die hier sind uns hoffentlich. Ist eine andere Möglichkeit? Nee. Ja. Warum fertig? Wir können uns hier hinter den Weg los geht's. Wenn der Anblick der Größe unserer Operation sie in Schach hält, bin ich dafür. Gouverneur Thorben weiß schon, was er tut. So, das hier werde ich jetzt mal lieber nicht kaputt machen. Mach schon mal den Tisch für unsere Sabak-Runde bereit. So, du musst sie aufmachen. Ja, schon klar, Boss Nock. Verstanden. Bleibe in Alarmbereitschaft. Ah, hier kann ich mich reinschleichen. Ist hier jemand? Was siehst du? Ja, hier ist jemand, den wir mal gleich mal schlafen schicken. So, gute Nacht. Würde es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Was? Ich hasse auch mein Zeug nicht hier. Also, naja, die andere Tür ist nicht aufgegangen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich muss sie improvisieren, Boss Nock. Warte. Gut, ich hab's. Das sieht mir hier aus wie ein Lift. Knopf, was hast du denn da gemacht? Ich falle. Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Heimbringling. Du musst hier runterkommen. Also, wie bist du denn hier gelandet? Eine Impone Sinfluo hat mich beim Kartenzählen bei Sabak erwischt. Ey, Einbringling, da kommt jemand. Boss Nock, bist du da? Oh oh. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Teil unserer Crew wird. Gefragt, was du hier machst. Genau wegen sowas wirst du nie befördert. Du kannst es einfach nicht lassen, deine Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Das wüsstest du wohl gern. Solche Fragen können einem das Leben verkürzen. So, wie komme ich da rüber und was kann ich da alles machen? Ich sage nur, dass es keine Schande wäre, wenn dich jemand umlegen würde. Das melde ich. Und ich lass dich nicht aus den Augen. Das reicht. Ich schlage Alarm. So, gut, ein Stück weit darüber. Feuer! Oh! Feuer öffnen! Geht doch! Ich bin der Alarm! Ich glaube, ich hab's. Geht doch, also ohne Waffe wäre es hier nicht gegangen. Wir haben die jetzt erledigen müssen. Geh vor und melde dich vom nächsten Terminal.
klar. Reibungslos. Also ich hätte jedenfalls jetzt nicht gesehen, wie wir das leise lösen hätten können. So, hier haben wir noch Schrott. Da können wir wahrscheinlich danach rein. Hier kann man nichts machen. Hat das geklappt? Hervorragend. Anscheinend musst du die Frachtautorisierung überschreiben. Hm, verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus. Alter, Wacker ist immer noch im Schiff eingesperrt und kackt sich wahrscheinlich komplett in die Hose. So, hier geht's eh nicht weiter. Dann machen wir die mal auf. Den kann man ja jetzt lautlos mal killen. Ich weiß gar nicht, ob der da tot ist oder einfach nur betäubt. Ich glaube, der ist einfach nur betäubt. So, hier sind zwei Leute. Immerhin zwei, die ich sehe, sagen wir mal so. Der geht auch oben. Da ist noch einer. Also als erstes müssen wir klar den hier ausschalten. So, da hätten wir jetzt mal den kleinen raus. Nein! So, Nummer 1 ist ausgeschaltet. Nummer 2 ebenso. Und wir können aufs Terminal zugreifen. Gucken wir mal kurz, ob hier noch was ist. Vielleicht eine spannende Kiste oder so. Das wäre ja ein guter Raum für eine Kiste. Hier ist auf alle Fälle ein Datenblock. Bezüglich Korruption. Fähnrich. Danke für Ihren Bericht bezüglich korrupter Elemente auf der Treibstoffstation Visavi. Ich bin die Beweise durchgegangen und stimme Ihnen zu, dass es übel aussieht. Ich habe Hauptmann Volo gebeten, Sie abzulösen, damit Sie sich mit meiner Kommission in Mirugana treffen und Ihre Aussage persönlich vorbringen können. Ich sehe eine große Zukunft für Sie, Gouverneur Thornton. Bei so vielen Trupplern kommen wir nicht durch den Hangar. Vielleicht können wir sie rauslocken. So, guck mal, wir haben jetzt 4 Symbole. Ich würde jetzt sagen, wir machen wieder so einen guten Querschnitt. Boah, das erste haben wir sogar gleich richtig. Mega nice. Okay, das muss auf die andere Position. Heißt, wir müssen hier jetzt ein anderes Symbol verwenden. Ja, alles richtig. Mega. Gut, eine... biologische Probe zu verschiffen. Das sollte klappen. Alles klar. Die Sturmtruppler da unten ziehen ab. Das ist die Gelegenheit, Max. Kehren wir zurück aufs Schiff. Eine Kiste. Mega viele Kredits. Ist doch nice. Alles klar, Max? Wird schon schief gehen, Kumpel. So, jetzt packen wir dann den Kleinen hier noch auf unsere Schulter und den körperlosen Kopf da, der eingelegt ist, den werden wir dann in unser Schiff packen, mitnehmen und nach Hause fliegen. Kenn ich doch! Hallo! Bewegung!
Fahr die Laderampe runter, lass uns rein! Uns? Wer ist uns? Lass einfach die Rampe runter! Da stimmt was nicht, sie klemmt! Ich repariere das! Wir sitzen fest! Wenn du das hier überleben willst, dann mach das Ding auf! Ich kann nichts dafür! Sie ist einfach noch nicht bereit! Dann sorg dafür! Hier draußen sind eine Menge Truppen! Schon kapiert, aber der Bahnbrecher darf nichts passieren! Ah, ich find's ganz gut von hier aus. Knapp. Ich hätte jetzt natürlich alle abknallen können, irgendwie wahrscheinlich, aber ich glaube, ich wäre dabei gestorben. Nein, 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 das war unser Ausgang! Dann sorgen wir für einen neuen! Festhalten! Aktivier die Booster und bring uns hier raus! Die sperren uns ein, Kay! Wir schaffen das! Wir sind draußen! Alles gut! Nichts ist gut! Da kleben Tees an uns! Wir müssen von dieser Station weg! Flieg wieder ins Trümmerfeld! Da hängen wir die Tees ab! Wir nehmen Schaden! Schild wieder hergestellt! So, ins Trümmerfeld, da hin. Jetzt versuchen wir einfach die Trümmer ein bisschen auszuweichen. Also, siehst du das imperiale Funkrelay? Da müssen wir hin. Wir löschen die Daten und dann vergessen die Imps, dass es uns gibt. Ja, verstehe. Aber vorher muss ich diese Tees ausschalten. Die schießen auf uns! Verdammt! Überhitzt!
hier los? Wir haben es geschafft. Wer ist der Typ in dem Glas? Bosnok. Gut. Ja. Toll. Nähere dich dem Relais und ich lösche das System. Brauch nur ein paar Sekunden. Ohne Unterbrechung. So, da fliegen wir jetzt ganz gemütlich hin. Sicher. Jetzt zurück nach Mirogana. Schnell. Booster aktiviert. So, dann mit Vollgas zurück zu Mirogana. Alles klar bei dir da hinten, Bosnok? Oh ja, ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal so aufgekratzt war. Macht ihr sowas öfter? Also, tritt der Typ unserer Crew bei, oder? Wir sind keine Crew. Und nein, tut er nicht. Keine Crew, natürlich sind wir eine Crew. Ich hoffe, der gehört zu uns. Der ist eben. So, wir begannen das. Ich hab's geschafft. Ach, na gut, das muss Elera beeindrucken. Ja, die lassen dich bestimmt Sabak spielen. Dann mal zurück zu Elera. Ja, immer du das anstellen willst. Elera. Mit 2i natürlich. Gut, doch die Kontrollen kommen ja mittlerweile ganz gemütlich durch. Hey, wie läuft's? Ich hab grad ziemlich viel zu tun. Ja, bist du gut beim Sabak? Was? Ja, ich bin aus Kanto Bight. Gut. Ein paar Leute wollen im Makal um hohe Einsätze spielen. Nimm ihnen ihr Geld ab. Wo ist Eliana? Ah, wir müssen direkt in das Gebiet. Ja, dann machen wir schnell Reise dann. Hier wieder durch die ganze Stadt zu laufen, da haben wir jetzt gar keinen Bock. So, jetzt sind wir direkt da. Und da an der Bar steht sie schon, die Gute. Hast du es geschafft? Ja, aber da ist noch eine Kleinigkeit. Was denn? Tordens Buchhalter ist auf meinem Schiff und braucht Schutz. Er kennt alle Geschäfte, die der Gouverneur in Mirogana gemacht hat. Das kommt unerwartet. Ich schicke sofort jemanden, der ihn abholt. Also heißt das, ich kriege jetzt endlich alle Geheimnisse von Crimson Dawn zu hören? Nur eins. Die Kopfgeldjägerin, die deinem Todesmahl hinterherjagt, heißt Vale. Sie ist berüchtigt. Ha. Das heißt wohl, dass ich auch berüchtigt bin. In diesem Geschäft ist es besser, anonym zu bleiben. Rakan, Bosnok wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt. Welches Teil brauchst du als nächstes? Ich kann nicht mehr auf diesem Mond bleiben. Ja, ja, eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Gleiter verbessern. Was? Wieso? Vertrau mir einfach. Such dir einen Mechaniker. Ich dachte, du bist Mechaniker.